Vielen Dank, Frau Präsidentin, auch für die freundliche Begrüßung. Meine Damen und Herren, ich werde nicht auf die erbärmlichen Provokationen des Abgeordneten Curio eingehen. Ich finde, dafür ist die Debatte zu ernst. Meine Damen und Herren, die Lage auf Lesbos ist beschämend, und das war die Lage auch bereits vor dem Brand. Ich bin zweimal dort gewesen, zuletzt vor einem Monat. Ich bin auch viel in anderen Ländern unterwegs gewesen. Und es ist natürlich für die Europäische Union nicht akzeptabel, dass wir Migranten schlechter versorgen, als das beispielsweise die Iraker mit den Jesiden machen oder wie man in Jordanien mit syrischen Flüchtlingen umgeht. Das geht nicht, das ist für die EU inakzeptabel. Aber meine Damen und Herren, und Herr Kollege Bartsch, Sie geben als Linke allein der Europäischen Union die Schuld. Und Sie zitieren hier die Bibel und Jesus Christus und nehmen hier für sich eine Moral in Anspruch, wo ich dann auch noch mal sagen muss, es ist Ihr Genosse Tsipras gewesen, der in einer Koalitionsregierung mit so einer Art griechischen AfD dafür verantwortlich ist, dass Moria zu einem solchen Lager geworden ist. Und das gehört zur Wahrheit dazu. Und wenn Sie sich hier so moralisch positionieren, dann hätte ich von Ihnen erwartet, dass Sie dorthin fahren und sich selbst bei Herrn Tsipras um Verbesserungen kümmern. Aber, meine Damen und Herren, das gehört natürlich auch dazu. Es ist auch ein Ja, das ist für Sie schwer zu akzeptieren, Herr Bartsch. Aber dann, wenn man sich hier moralisch so hinstellt, dann muss man vorher auch mit den Genossen dort gesprochen haben, meine Damen und Herren. Herr Dr. Stamm, nein, ich würde jetzt gerne weiter ausführen, meine. Aber es ist auch. Es ist auch ein Versagen der Europäischen Union, dass sie diese Entwicklung zugelassen hat. Und es hat nicht an Warnungen gefehlt. Wir haben auch seitens der Freidemokraten, Fraktionsvorsitzende Christian Lindner und ich, noch Anfang März der Bundeskanzlerin geschrieben und auf die dramatischen Zustände hingewiesen und gesagt, wie wichtig es ist, dass es zu Veränderungen kommt. Wir können uns erinnern, Herr Bundesinnenminister Seehofer, die vollmundigen Ankündigungen, die es gegeben hat zur europäischen Ratspräsidentschaft. Das gilt im Übrigen auch für Heiko Maas, dass dieses Thema, dass die europäische Asylpolitik an die Spitze der Agenda der deutschen Ratspräsidentschaft kommen soll. Und passiert ist, meine Damen und Herren, bisher nichts. Und wir sind bereits ein Drittel mit der Ratspräsidentschaft rum. Das kann nicht unser Anspruch sein. Und deswegen erwarte ich hier eine andere Aktivität. Es kann nicht sein, dass es jetzt erst nach einem Brand dazu kommt, dass Sie mit der Kommission jetzt hier über neue Einrichtungen auf der Insel nachdenken, dass jetzt überhaupt erst mal die Sachen wieder ins Rollen kommen. Ich hätte von Ihnen erwartet, Herr Bundesinnenminister, dass Sie vom ersten Tag der Ratspräsidentschaft an reisen, dass Sie wirklich sich dafür einsetzen, dass wir zu einer neuen Systematik hier in Europa kommen. Jetzt geht es aber darum, dass wir zunächst eine Soforthilfe brauchen für obdachlose Menschen. Das muss jetzt im Vordergrund stehen. Ich kann sagen, Nordrhein-Westfalen hilft mit Medikamentenspenden. Wir haben logistische Unterstützung angeboten. Und wir sind auch bereit, besonders gefährdete Familien mit kleinen Kindern, kranke, auf sich alleingestellte Frauen zu evakuieren. Auch aus anderen Bundesländern und auch aus anderen Kommunen kommen entsprechende Signale. Herr Bundesinnenminister, Sie haben recht, das möchte ich ausdrücklich sagen. Sie haben recht, dass nicht jede Kommune und nicht jedes Land hier einfach eine eigene Flüchtlingspolitik machen kann. Das geht weder rechtlich, das geht im Übrigen auch nicht logistisch und es ist auch nicht politisch klug. Denn wir können keinen deutschen Sonderweg gehen. Wir brauchen Verbündete in Europa. Aber ich würde Sie trotzdem herzlich bitten, ich habe Sie auch vor zwei Tagen angeschrieben, dass wir uns als Bund und Länder hier auf eine gemeinsame Linie verständigen. Das hilft doch letztendlich auch der souveränen Argumentation der Bundesrepublik Deutschland um europäische
Partner zu finden. Es ist positiv, dass das für die 400 Minderjährigen jetzt in ganz kleinem Rahmen zumindest sicher schon mal andeutet, dass etwas in dieser Richtung passiert. Was ich dabei übrigens erschreckend finde, ist, dass Österreich, von den Grünen mitregiert, nicht bereit ist, einen einzigen Migranten von Moria aufzunehmen. Ja, wenn Sie jetzt... Ja, wenn Sie jetzt dazwischenrufen, dann sage ich Ihnen ganz ehrlich, vielleicht wäre es sinnvoller und würde den Menschen in Moria mehr helfen. Sie würden eine Resolution in einem Stadtrat weniger machen und stattdessen mal nach Wien fahren, um dort mit Ihrer Schwesterpartei zu sprechen. Meine Damen und Herren, es muss gehen um Humanität und Ordnung. Und wir können beides miteinander verbinden. Und es ist wichtig, dass auch tatsächlich europäisches Recht umgesetzt wird. Und wenn ich heute Morgen höre von einem Kollegen aus dem Europäischen Parlament, dass die EU-Kommissarin Johansson gestern im Innenausschuss einräumen musste, dass unter den Migranten in Moria 2000 anerkannte Asylbewerber sind, die dort nicht weggebracht werden, sondern die in Moria verbleiben mussten, dann ist das eigentlich skandalös. Und dafür müssen wir auch Verantwortung übernehmen. Wir müssen aber genauso auch hingehen, und das gehört dann zur Ordnung eben auch dazu, dass wir die Griechen auch unterstützen und dass die EU-Kommission hier ein anderes Engagement zeigt, was die Beschleunigung der Verfahren angeht. Und wer dann kein Asylrecht hat, der muss auch in die Heimat zurückkehren. Nach Möglichkeit mit freiwilliger Ausreise, da versucht IOM eine ganze Menge, aber auch mit Rückführung. Und da in diesem gesamten Komplex offensichtlich niemand wirklich den Hut auf hat, wäre mein Vorschlag zu überlegen, dass man hier einen EU-Sonderbeauftragten einsetzt, der in der Lage ist, auch mit der nötigen Autorität zwischen den verschiedenen Stellen und den verschiedenen Akteuren dort zu vermitteln und tatsächlich auch das, was Humanität und Ordnung benötigt, hier entsprechend auf den Weg zu bringen. Herr Bundesminister Seehofer, ich kann das sagen für die Länder als Vertreter des Bundesrats. Ich sage es aber auch als Vertreter der Freien Demokraten. Wir sind für eine Politik von Humanität und Ordnung an Ihrer Seite. Wir erwarten aber, dass Sie handeln. Und wir erwarten, dass Sie mit anderem Engagement und mit anderem Tempo handeln. Das muss der Anspruch der Bundesrepublik Deutschland und unserer Ratspräsidentschaft sein. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Luise Amtsberg für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.